Servus, hier ist Mo Amse von FC Augsburg und ein ehemaliger Schützling von Christian Lasch. Durch eiserne Disziplin, würde ich mal jetzt sagen. Also ich habe in den jungen Jahren wirklich sehr auf vieles verzichtet. Habe ein Ziel verfolgt und habe danach angestrebt, und bis ich dann mein Ziel erreicht habe. Ne? Christian Lasch war einer deiner ersten Torwarttrainer. Wie wichtig war der Mann in deiner Karriere? Ich muss auch sagen, dass ich auch sehr spät Torwarttraining hatte. Und zu der Zeit habe ich beim DSV 04 in Lierenfeld gespielt, das ist ein Verein in Düsseldorf. Und war dann auch zwischendurch auch beim Probetraining bei Fortuna Düsseldorf. Das ist ein Nachbarverein. Und ja, letztendlich wurde ich dann damals nicht angenommen, aber Christian Lasch hat mir das angeboten, dass ich dann weiterhin bei ihm Torwarttraining haben kann, weil wir darüber gesprochen haben, ob ich Torwarttraining habe im Verein oder nicht. Dies war nicht der Fall, und deshalb hat er mir es angeboten. Und wie wichtig war er dann tatsächlich? Was hat er dir alles beigebracht? In jungen Jahren schon? Ja, worauf es natürlich als Torhüter auch ankommt und wie wichtig es ist, Torwarttraining zu bekommen. Also als ich noch kein Torwarttraining bekommen habe, habe ich mir gedacht, okay, dann stelle ich mich einfach hinten ins Tor und versuche einfach die Bälle zu halten. Aber dann erst, nachdem ich dann auch Torwarttraining bekommen habe, wurde mir dann auch klar, dass dann auch mehr dahinter steckt, als nur einfach Bälle halten. Ja. Wie schön ist es eigentlich, jeden Tag im Dreck zu liegen oder bei jedem Wetter sich in den Dreck zu werfen? Macht das Spaß eigentlich? Ja, natürlich. Also den Job hat sich jeder Torhüter ausgesucht. Das macht dann auch riesen Spaß, wenn man die letzten Zentimeter nochmal rausbekommt, um den Ball dann rüber zu lenken oder so. Das gibt dann, es ist einfach ein geiles Gefühl. Also es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Und wenn man auch jeden Torhüter so betrachtet, dann ist das ein ganz anderer Charakter als ein Feldspieler. Ja. Das heißt, Torhüter und Linksaußen müssen ein bisschen verrückt sein, heißt immer so im Volksmund. Ist es tatsächlich so? Ja, das würde ich nicht so sagen, aber ich denke mal, dass der Torhüter eine spezielle Position ist und dass der Torhüter mehr für den Fußball lebt, mehr für den Sport lebt. Weil er sich sehr viel damit beschäftigt, weil es halt dann oftmals beim Torhüter ein 1 gegen 1 Ding ist? Ja, ich denke schon. Also als Torhüter bist du meistens ein Einzelkämpfer. Ja. Wenn du mal ein Tor kassierst, dann haut mal die ganze Mannschaft auf dich drauf, ne? Und dann bist du alleine auf dich gestellt. Ja? Und das weißt du als Torhüter, und deswegen bist du da verbissener in der Sache und versuchst du natürlich auch alles zu halten, was geht. Ja? Wie wichtig ist tatsächlich Disziplin im Torwartspiel? Enorm groß. Also vor allem muss der Torhüter mental sehr stark sein. Ja? Weil wie ich gerade erwähnt habe, weil du als Torhüter alleine auf dich gestellt bist. Ja, und wenn du patzt, ist es ein Treffer. Und das musst du dann verhindern. Und da ist auch der Druck umso höher als Torhüter. Wie schön ist es eigentlich, wenn ein Stürmer auf einen zukommt? Man weiß, jetzt geht es um alles? Ja klar, das ist ja genauso wie Katze und Maus. Ja. Die Katze und der Stürmer die Maus. Natürlich kann es dann auch passieren, dass die Maus auch entkommt. Ja? Und als eine Aufgabe für die Katze, dass er die Maus erreicht und zerlegt. Ja? Und das ist das Gleiche auch zu vergleichen mit dem Torhüter und dem Stürmer. Ja? Wenn der Torhüter den Ball gefangen hat oder pariert hat, dann ist der Stürmer tot in dem Moment. Ja? So ist das zu vergleichen. Wenn man so einen Unhaltbaren hält, ja? Beschreib mal das Gefühl. Es ist einfach gigantisch. Also es ist im Moment, man ist dann einfach erstmal mittendrin im Geschehen, man ist einfach fokussiert. Erst dann im Nachhinein, nach dem Spiel, wird dann einem bewusst, was man da eigentlich da erreicht hat. Und das ist dann auch irgendwo eine Befriedigung für einen Torhüter, weil sich das dann irgendwann, die harte Arbeit, dann auch auszahlt. Also ich meine, beim Training trainiert man und man gibt man sein Bestes, um dann, dass man dann eines Tages dann so einen Ball dann aus dem Winkel rausficht. Letzte Frage. Ja.
Torwarttraining ist eine harte Angelegenheit, haben wir heute wieder gesehen. Was ist alles wichtig beim Torwarttraining? Was muss ein guter Torwarttrainer mitbringen, um dann einem Mann wie dir auch was zu bringen, um dich weiterzubringen? Also, das waren ja zwei Fragen irgendwo. Also ich denke mal, das Torwartspiel hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt. Man hat ja früher immer mit einem Libero gespielt und deswegen kam es immer wenig drauf an auf den Torhüter. Und heutzutage wird ja mit der Viererkette gespielt und deswegen muss der Torhüter viel Verständnis mitbringen. Oh, das heißt dann auch viel das Spiel auch lesen können, Anschluss zu der Mannschaft finden, spielerisch, auch fußballerisch auch enorm gut sein heutzutage. Also den schwachen Fuß auch mit einbringen. Und abgefangene Bälle spekulieren, antizipieren und das Spiel schnell machen. Den ersten Ball in die Tiefe sehen, als links oder rechts anspielen. Enorm wichtig ist mittlerweile das Coachen. Ja, seinen Vordermännern das Gefühl geben, okay, da ist ein Torhüter, auf den kann ich mich zählen. Ja. Und wie wichtig es ist, einen guten Torwarttrainer an der Seite zu haben, ist auch an dem Punkt auch sehr wichtig, weil der Torwarttrainer muss meines Erachtens auch sehr viel Verständnis mitbringen. Der muss für mich in meinen Augen eine Autoritätsperson sein. Der muss was ausstrahlen. Der muss auch persönlichen Ehrgeiz mitbringen, dass er auch für das Torwartspiel, für den Fußball lebt. Und das alles übertragt dann für einen selbst an. Ja. Und, und so hat man dann auch die Motivation, dann auch im Training dann auch Gas zu geben und alles dafür zu geben, besser zu werden.